Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen. Hm. Da war neulich was Leuchtendes am Himmel, das irgendwo da gelandet ist. Da? Mal schauen. Ich glaube, es ist irgendwo hier runtergekommen. Okay. Einfach dem Weg folgen, dann stößt man sicher darauf. Viel Glück. Mann, ist das alles freundlich und lieb und... viel Fisch-Aquarium. Hey, das ist ja gar keine Alliteration, jedenfalls keine so extreme. Ich bin stolz auf euch, Nintendo. Viel Fisch-Aquarium. Gut, gucken wir mal. Das ist jetzt tatsächlich das erste Level, was ich nicht kenne. Das Level davor kannte ich aus der Demo. Könnt ihr übrigens auch angucken, aber ist jetzt nicht so... Ist das ein bisschen witzlos, ne? Inzwischen. So. Zurück können wir nicht gehen. Okay. So, ich kann aber immer noch alles machen, ne? Ja, ich kann immer noch alles machen. Hat sich jetzt nichts geändert. Oh. Bap. Okay. Was? Sollte der nicht eigentlich schützen? Oh ja, er schützt. Ich verliere keine Energie. Es ist praktisch so, dass der Schaden absorbiert. Aber es ist nicht so, dass ich... Naja, gut, okay. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich damit die Gegner so ein bisschen aus dem Weg rammen kann. Wisst ihr, dass das wie so ein Rambock funktioniert? Aber funktioniert es nicht. Also, das Kostüm schützt mich vor Schaden, aber es ist kein Angriff. Es ist pure Verteidigung. Bisschen schade. Stampfattacke. Neige während deines Sprungs den Analogstick runter, um die legendäre Stampfattacke auszuführen. Aber er stampft nicht. Stampfen wir mit dem Fuß. Er landet auf dem Po. Na gut, egal. Und dann immer mit dem Salto. Bring! Bah. Großartig. Wollten wir eigentlich mal hier runtergehen und mal gucken, was da unten ist? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, da könnte unten was sein. Tatsächlich, könnt ihr mal sehen. Es ist halt nur das zweite Level. Da ist es jetzt noch nicht so gefährlich. So, ach, hier im Hintergrund war das. Das ist schwer zu sehen. Deshalb habe ich auch im Level davor die Grinseblume nicht bekommen, weil ich gar nicht gesehen habe. Das ist sehr cool gemacht, wenn man hier hochspringt. Geil. Deshalb habe ich auch die Grinseblume nicht bekommen, weil ich nicht gesehen habe, dass sie im Hintergrund ist. Dann müssen wir mit dem Fokus vielleicht noch mehr machen. Mal gucken, wie das läuft. Kann die Schildkröte Münzen einsammeln? Kann sie. Okay, aber ist nicht unbedingt nötig. So, hier gehen wir mal noch runter. So und so. Können wir den nicht... Genau. Sehr schön. So können wir den besiegen, wenn wir eine Stampfattacke auf ihn machen. Das sieht aus, als könnte man da rein. Aber wir machen erstmal den hier. Auf die Blume muss ich zielen. Oder so geht auch. Okay, wunderbar. Jetzt gucke ich mal hier rein. Nee. Ja, das ist immer sehr cool. Sehr schön, wie die Zunge dann so... Sehr gut. Okay, was haben wir denn sonst noch hier unten? Noch nichts weiter. Gut. Also ich glaube, ich muss jetzt von diesem Gedankengang, dass es überall bodenlose Abgründe gibt, so ein bisschen wegkommen. Es sind halt die ersten Level. Ist noch nicht so schlimm. So, schluck, 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 schluck. Sehr cool. Ich finde das so geil, wie die Animation, wenn man da durchspringt. Sehr cool. Aber ich glaube, die Outfits kann ich mir wirklich sparen. Ich glaube, das ist nicht wirklich... Ich glaube, das ist nicht wirklich nötig. Ach so, genau. So können wir machen und dann... Ah, sehr schön. Perfekt. Also die Outfits werden wir uns mal sparen. Moment. Hätte ich vielleicht zuerst den anderen machen sollen. Vielleicht kommt da ja irgendwas raus. Man weiß nie, wo irgendwo... wo jetzt rote Münzen drin sind. Könnte ja sein, ne? Seht ihr? Immer mal auf Pesti hören und dann klappt es schon. Also die Outfits werden wir uns sparen. Die sind tatsächlich nur zur Schadensabsorption da. Wir können die ruhig sammeln. Das schadet jetzt nicht, aber ich will sie eigentlich nicht ausrüsten. Das macht mir meinen niedlichen kleinen Yoshi-Look so ein bisschen kaputt. Oh, nice. Nein. Hat nicht bis zum Ende geklappt. Da hat es bestimmt ein Achievement gegeben. Oder, keine Ahnung, Nintendo hat ja gar keine Achievements, ne? Hier ist übrigens ein Speicherstand, falls ich, so ein Checkpunkt, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Ach, das füllt sogar unser Kostüm wieder auf. Auch gut. So, wir bleiben aber mal lieber... Ich kann aber hier nicht runtergehen. Okay. Ich kann durchspringen, aber wenn ich mich ducke, kann ich nicht nach unten. Na gut, okay. Haben wir was gelernt.
Und wieder eine Münze gefunden. Sehr schön. Ich bin wirklich sehr erleichtert, dass hier diese scheinbare Wasserwelt. Oh, sehr cool, Zeitherausforderung. Ich bin sehr erleichtert, dass diese vermeintliche Wasserwelt keine richtige Wasserwelt ist, sondern einfach nur eine Welt mit die aus Fischen designt ist. Dagegen habe ich überhaupt nichts, aber jetzt so eine Wasserwelt würde ich nicht mögen. Wir müssen ja auch gucken, manchmal erscheint so ein Fragezeichen, so eine kleine Wolke, die man abwerfen kann mit einem Ei, die erscheint manchmal, wenn man an einen bestimmten Ort rangeht. Also könnte sein, dass jetzt hier was erscheint, wenn ich hier langlaufe. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich vielleicht in manche Ecken manchmal gehen soll, weil da was erscheinen könnte, wenn ich da hingehe. Ich bin mir nicht sicher. So, aber hier? Ah, genau, da nehmen wir die Schildkröte für. Sehr schön. Cool, in Form eines Fisches. Ah, diese kleinen Blumen hier, die spucken Eier aus. Wartet mal, ich schmeiß mal eins weg. Oh, sehr gut. Guck mal, die spuckt Eier aus. Finde ich voll geil. Und wenn man halt 6 Eier hat oder 6 am Boden liegen, dann kommt nichts mehr raus. Sieht aus wie ein Knofenser. da können wir doch bestimmt ein Ei durchwerfen. Nee. Achso, Quatsch. So ein Quatsch. So geht's. So, blub. Knofenser ist unser bester Freund. So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas... Aber da ist nichts. Ich meine, es kann immer sein, dass hier oben irgendwas ist. Was man erst sieht, wenn man oben steht, ne? Aber da ist das Level vorbei. Gut. Dann ist das in Ordnung. So. Gucken wir mal. Erstmal hier rund. Moment. Hier. Und da. Ah, oh! Das war natürlich auch cool. Die Schildkröte wird besiegt, wenn man sie benutzt, um so ein Fragezeichen zu öffnen. Das ist interessant. So, ist hier irgendwas? Ah, seht ihr, das meinte ich. Genau das meinte ich. Man muss eigentlich in gewisse Bereiche hingehen, wo man vielleicht nicht hingehen würde, weil man da nichts sieht. Einfach um zu gucken, ob da nicht vielleicht ein Fragezeichen erscheint. Und das eben war auch so eine Sache. Ich sehe nicht wirklich die Yoshi-Füße. Man sieht sie schwer zwischen dem ersten und dem zweiten Rad. Aber ich denke, ich kann halt auch mit dem Heck von dem Zug, sagt man das so, dass ich damit auch auf einen Gegner stampfen kann. Geht aber nicht, gehört ja nicht zu meinem Körper. Also eben Schaden genommen, obwohl es normalerweise nicht passiert wäre. Alter, was ist denn hier los? Nein! Ah, der ist im Hintergrund, deshalb erwische ich ihn nicht. Ansonsten reicht es ja, wenn man in seine Richtung wirft. Aber wenn er im Hintergrund ist, reicht es natürlich nicht. So. Du kommst mal noch mit. Und da unten... Ja, ich kann die Kamera nicht bewegen, also lassen wir es lieber. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt reinspringen. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Okay, da müssen wir irgendwie... Okay, hier kommen viele Schildkröten. Oder komme ich so durch? Nee. Ha! Da kommt man durch. So. Wartet mal. Moment, eine kann sich ja besiegen. Ah, wunderbar, die schlagen da durch. Perfekt. Cool. So, du komm mal mit. Dich behalten wir erstmal und nehm dich mit. Den dicken Backen immer so geil. Ich meine, man könnte Yoshi genauso gut austauschen gegen ein Modell von einem Hamster. Das würde genauso gehen. Da kann kein Ei legen aus der Schildkröte. Sehr cool. Ich fand es fast besser in alten Spielen. Da musste man Yoshi noch sagen, wenn man ein Ei legen will. Also der hat jeden Gegner nur aufgenommen, aber dann nicht verschluckt. Also der hat ein Ei nur dann gelegt, wenn man das wollte. Also schlucken praktisch und dann musste man runterdrücken, damit er ein Ei legt. Das heißt, man konnte jeden Gegner auch wieder ausspucken auf andere Gegner. Aber hier legt er halt automatisch ein Ei. Das ist wahrscheinlich eine Entwicklung aus den letzten Jahren, die ich so gar nicht mitbekommen habe. Finde ich fast ein bisschen schade. Ich fand diese zusätzliche Kontrolle gar nicht schlecht. Ah. Achso, hier geht's runter. Darf man nicht vergessen, eigentlich ist es nicht 2D. Also es ist so ein 2.5D. Und darf ich das nochmal machen, wenn ich es nicht schaffe? Das ist auch eine Frage, ne? So. Hä?
Was soll ich dann machen? Soll ich da rein? Oder? Was sollte ich tun? Sollte ich da reinspringen oder sollte ich einfach nur... Oder sollte ich sie runter machen? Vielleicht hätte ich sie gar nicht runterschlagen sollen, sondern sollte da einfach reingehen. Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, als hätte ich es nicht geschafft. Ich glaube, auch mit dem letzten Runterschlagen war gerade die Zeit abgelaufen. Schade eigentlich. Okay, komm schon, Schildkröte. Gib's mir. Sehr gut. Ah, nee, wirklich. Also ich hätte auf jeden Fall noch irgendwas machen sollen. Weil wir jetzt die fünfte Blume gefunden haben und die vierte aber nicht. Okay. Haben wir also nicht geschafft. Schade. Oh. Sehr schön. Du kommst mal gleich wieder weg. Dich brauchen wir nicht. Obwohl, wer weiß, ob ich dich brauche. Kann man jetzt so immer nicht sagen. Vielleicht sollte ich die Schildkröten nicht unüberlegt wegschmeißen. Ich glaube, die sollten wir aufheben. Nur für den Fall. Aber es ist das zweite Level. Komm schon. Meine sind ganz schön lang, ne? Fällt mir gerade so auf. Was ich auch super finde, es gibt keine Zeitbegrenzung. Dankeschön. Ich darf das Level erkunden. Das finde ich gut. Ja, und da fehlt die vierte. Blöder Mist. Schon in den ersten zwei Leveln fehlt uns jeweils eine. Haben wir denn alle Münzen? Oh, bei weitem nicht. Wow. Das hätte ich echt nicht erwartet. Da kann ich ja jedes Level nochmal spielen. Verdammt. Ist ja nicht wahr. Ich glaube aber, wir haben auch die Möglichkeit, jedes Level nochmal zu spielen, weil es später Zusatzaufgaben gibt, die uns an das gleiche Level nochmal zurückgehen lassen. Bin ich zumindest der Meinung. So, Level? Nee, Menü, wa? Outfits. So. Zieh das mal aus, bitte. So. Das gefällt mir besser. Aber oh, ich habe das eben gesehen. Wir können Yoshi immer noch auswählen. Okay, Spieleranzahl, Modus, man kann es auch noch leichter spielen. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Na gut, gehen wir ins nächste Level. 6 von 8 haben wir. Piratenpier. Warum gibt es denn hier 9? Und hier gibt es 8. Moment, es gibt 5 im Level zu sammeln und dann 3 durch die Spezialaufgaben. Wie kann es denn hier 9 geben? Da müssen ja 6 im Level verteilt sein. Ja, sind es auch tatsächlich. Piratenpier. In den Octodocks. Piratenpier. Ist ja doch wieder eine Alliteration. Ah Mann, das mag Nintendo echt. Genauso wie Bauer sucht Frau. Das haben die echt gemeinsam. Nintendo und RTL, die stehen beide auf Alliteration. Wahnsinn. So, schluck. Ich werde immer nach links gehen. Einfach um zu gucken. Und diese wunderbare Möwe da ist ja großartig. Oh. Ich dachte schon, dass man irgendwie langsam laufen muss, weil man sonst runterfällt. Aber das ist natürlich auch schön. So. Boop. Mann, aber da bin ich... Ich bin jetzt tatsächlich... nein. Ich bin tatsächlich überrascht, dass wir bis jetzt nicht in jedem Level alle Blumen gefunden haben. Jetzt ohne Quatsch. Das erste Level kannte ich ja sogar. Da war ich der festen Überzeugung, dass wir es schaffen. Und das zweite Level kam jetzt auch nicht so vor, als hätte ich groß versagt. Gut, das war einmal dieses Time Trial... So, das verstehe ich besser. Einfach einsammeln. So, sehr schön. Dafür gibt's was. Aber, ich hätte nicht gedacht, dass ich so sehr versage. An den kann ich mich auch noch erinnern. Abschießen? Ist es ein Gegner oder draufspringen? Naja. Hätte jetzt auch sein können, dass man irgendwie auf den draufspringen kann und der dann so federt. Ist ja wie so ein, dass man auf dem rumhüpfen kann. Wollen wir das einfach mal probieren? Nein, nicht so. Sondern oben drauf. Nein, geht nicht. Okay. Gut, ich habe verstanden. Es ist ein Gegner, ganz eindeutig. So, und das im Hintergrund, ganz eindeutig. Schluck, schluck. Das ist so geil. Es ist ja schon ein bisschen seltsam, ne? So diese Anatomie an sich von einem Yoshi, der einen Gegner frisst eigentlich und dann ein Ei legt. Also ist Yoshis Eilegen eigentlich ein Kacken, würde ich denken. Oder? Bin mir da nicht so sicher. Oh. Sehr schön. Boop. Eier. Wunderbar. Eigentlich brauche ich gar keine künstlichen Eier. Weißt du, ohne Zusatz künstliche Eier. Moment, wie mache ich denn das? Ich kann doch von hier keine Eier werfen, oder? Doch, kann ich. Macht aber das Ziel nicht wirklich leichter.
Oh, ich hätte natürlich auch hinlaufen können, ja. Das wäre auch gegangen. Sehr schön. Hier ist jetzt wieder so eine Frage, ne? Sind Eier, die man selber herstellt, besser als Eier, die aus einer Pflanze kommen? Ich meine, ein Ei, was aus einer Pflanze kommt, ist ja auch nicht künstlich. Weil so eine Pflanze ist ja meistens schon ziemlich Natur, ne? Und wenig Kunst. Ich meine, das ist ja keine Plastikblume. Weißt du, wenn man so von Ikea eine Plastikblume hat und die dann plötzlich anfängt, Eier auf den Teppich zu spucken. Ich glaube, da wäre ich auch kein Fan von. Das wäre dann... Oh! Guck mal, wir können die Möwen anschmeißen. Und dann... bekommen wir ein paar Münzen. Ist da unten was? Nee. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn die dem Wasser eine merkwürdige Farbe geben. Oh! Weil wenn das Wasser eine normale Farbe hat, dann könnte man denken, oh, ich kann vielleicht schwimmen. Aber wenn es eine ungewöhnliche Farbe hat, dann kann man sich ziemlich sicher sein, nee, da sollte ich nicht reinspringen. So. Das war jetzt natürlich auch sehr clever, dass sich die Welt einfach gedreht hat, ne? Gute Idee, kann man jetzt nicht anders sagen. Vielleicht wird ja auch irgendwann mal die Welt nur um 90 Grad gedreht. Oh. Okay, der ist wie ein Gespenst. Der guckt nur, wenn man... Nee, das war ein Zufall. Das war ein Zufall, dass er sich gerade da umgedreht hatte, wo ich geguckt hatte. Ich dachte, der ist wie so ein Geist aus Mario, wo sie nur gucken, wenn man nicht guckt. Aber so ist es nicht. Nee, aber vielleicht dreht sich das ja irgendwann mal um 90 Grad, dass man hier dauerhaft eine Verfolgerperspektive hat, so für ein ganzes Level oder sowas. Wäre doch cool. Mann, es ist Nintendo. Hier ist so viel cooles Zeug drin. Ich bin mir sicher, wir werden noch viele tolle Sachen erleben. So, boop. Tut mir leid, wenn ich jetzt Nintendo immer so viel lobe. Aber, Mann, die Spiele sind einfach verdammt gut. Und wenn das so ist, dann darf man auch loben, finde ich. Dann ist das in Ordnung. Und wenn ich ein milliardenschweres Weltunternehmen lobe, ja, dann ist es halt so. Bedeutet ihnen nichts, aber was soll's. So, oh, sehr gut. Hat geklappt. Das war knapp. Und hier haben wir alle Blumen. Völlig problemlos. Ich glaube tatsächlich, bei den Blumen wusste ich jetzt jedes Mal, wo ich sie übersehen hatte. Das war tatsächlich jetzt nicht etwas, wo ich überlegen müsste, wo sind denn nur die Blumen hin? Bei den roten Münzen, da weiß ich nicht, wo sie sind. Es könnte aber auch immer sein, dass man vielleicht... Alter, es dreht sich aber schnell. Es könnte auch immer sein, dass man für das Einsammeln einer Blume eine rote Münze als Belohnung bekommt. Weißt du, das kann auch immer sein, das weiß ich jetzt nicht. Schwierig. Oh. Boah, es war so eine Stacheltür. Ich wollte gleich wieder zurück. Oh. Oh Gott. Ich wollte mich eben schon gefragt, wann der erste Boss kommt. Und was glaubst du, wo du hingehst? Ich tunk dich ins Wasser, Yoshi. Ich habe eben gemerkt, ich kann mich nicht bewegen, während ich ziele. Also natürlich nicht, denn dann bewegt sich ja... Ach Gott, falsche Taste gedrückt. Gibt's ja gar nicht. Willst du noch eine Ladung? Nee, will er nicht. Na komm, gib's mir. Das ist das zweite Level und... Nein, das dritte Level und du bist ein Boss. Das kann jetzt nicht so dramatisch sein. Ich würde mir fast wünschen, dass ich seine Geschosse aufsammeln kann und sie ihm zurückwerfen. Das ist bestimmt auch in einem späteren Bosskampf drin. Ah, das war ja mies. Wo kam jetzt der Stein auf einmal her? Ah, verdammter Mist. Das gibt's ja gar nicht. Blöde Felsen hier. Ah. Verdammt, Mann. Jetzt hat er sich aber ein bisschen. So. Das war's. Die Blume ist weg. Geschafft!